In diesem Kapitel schauen wir uns den Logarithmus etwas genauer an, also seine Schreibweise bzw. wie wir ihn umformen können. Hier habe ich einen allgemeinen Logarithmus hingeschrieben, und zwar zum Sprechen. Wir sprechen den Logarithmus wie folgt: Der Logarithmus von b zur Basis a ist c. Und in dieser Gleichung hat jede Variable sozusagen eine bestimmte Bedeutung. Das a gibt uns die Basis an. Das b nennen wir hier den Numerus. Und das c ist der Logarithmus. Beziehungsweise, ich merke es mir auch so, der gesuchte Exponent. Warum, sehen wir gleich. Ja, jetzt ist es so, diese Schreibweise können wir auch umformen, und zwar in eine Potenzgleichung. Und wie gehen wir hier vor? Zuallererst nehmen wir uns die Basis. In diesem Fall ist die Basis das a. Eine Potenz, klar, die braucht einen Exponenten. Und das ist in diesem Fall unser Logarithmus. Also das c. Und das Ganze ist gleich dem Potenzwert. Und das ist in diesem Fall unser Numerus, also unser b. Das heißt, wir können diesen Logarithmus ganz einfach auch umschreiben in eine Potenzgleichung. Hier nennen sich diese Dinge jetzt ein bisschen anders. A ist immer noch die Basis. B nennen wir jetzt hier nicht mehr Numerus, sondern Potenzwert. Und C ist nicht mehr der Logarithmus, sondern unser Exponent. Ja, also in diesem Kapitel geht es einfach ein bisschen um die Handhabung von unserem Logarithmus. Und wir machen jetzt ein paar Beispiele, indem wir eben von hier nach hier umformen, beziehungsweise andersherum.